Verehrtes Publikum, wir heißen Sie sehr herzlich willkommen zum heutigen Konzert. Erlauben Sie mir ein paar Worte zum Programm zu verlieren. Vor allen Dingen dazu, dass Sie ein Gemeinschaftskonzert Ihres Orchesters mit unserem Orchester erwarten. Und wo ist jetzt Ihr Orchester auf der Bühne? Dazu ein paar Ideen. Es hat folgende Bewandtnis. Die laufende Saison, oder nein, das heutige Konzert ist das letzte in einer Reihe von Konzerten der gesamten Saison, in der sich die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie mit der Geschichte ihrer Stadt, der Stadt Schönebeck, mit der Biografie Johann Wilhelm Tolbergs, des Arztes, der in Schönebeck in Salzelmen die Heilkraft der Sohle entdeckt hat, beschäftigt hat. Wir sind Jahr für Jahr dessen Biografie abgeschritten und heute ist das festliche Abschlusskonzert dieser Reihe. Tolberg war schon längere Zeit verstorben, als 1876 in Schönebeck das Lindenbad im Kurpark eröffnet wurde und somit der Weg zur großen Badekultur geebnet war. Im selben Jahr komponierte Johannes Brahms nach langem Zögern, nach langen Widersprüchen in sich seine erste Sinfonie in C-Moll. Viele Jahre später wiederum war ein aufstrebender Musikkritiker Julius Korngold in dem großen glücklichen Zustand von Brahms gefördert und empfohlen zu werden, eine Position als Musikkritiker an einer der großen Wiener Zeitungen einzunehmen. Da noch nicht ahnend, dass sein Sohn Erich Wolfgang einmal eines der begnadetsten Wunderkinder sein würde und mit seiner Oper Die tote Stadt jedes Opernhaus Deutschlands erobert hat. Jeder kannte Korngold zu seiner Zeit in Wien. Das müssen Sie sich vorstellen. In Wien gab es eine Straße mit einem Fenster, an dem ein Grammophon stand, aus dem den ganzen Tag die schönste Arie aus der Toten Stadt gespielt wurde. So war Korngold damals in den Herzen. Dann kam die dunkle Zeit des Nationalsozialismus. Korngold musste nach Amerika emigrieren und komponierte dort Filmmusiken und als sozusagen Quintessenz dieser Filmmusiken das Violinkonzert, was Sie heute hören werden. Und wiederum viele Jahrzehnte später kommt den anderen Weg über den Ozean ein junger Komponist aus Amerika nach Deutschland, Benjamin Janisch, um bei uns unsere Kultur, unsere Kompositionslehre, unsere Musiktheorie zu erlernen, unsere Kultur noch besser zu verstehen und kennenzulernen. Und da wir in jedem Konzert in dieser Saison ein Auftragswerk eines Komponisten uraufgeführt haben, darf das natürlich auch heute nicht fehlen. Benjamin Janisch ist der Gewinner eines Kompositionswettbewerbes, den die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie ausgeschrieben hat. Deswegen freue ich mich jetzt, Ihnen somit das Gewinnerstück dieses Wettbewerbes Salz vorstellen zu dürfen und da natürlich die ganzen Werke für unsere Orchestergröße geschrieben wurden, sehen Sie jetzt noch nur die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie auf der Bühne, die sobald Korngold ertönt durch ihr Orchester, das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode, ergänzt, aufgefüllt in großer Harmonie. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt und auch ein bisschen froh, denn seit 3 Jahren warte ich darauf, endlich so ein Gemeinschaftskonzert bei Ihnen gestalten zu dürfen. Heute ist es soweit. Ich wünsche Ihnen einen schönen, aufregenden und unterhaltsamen Konzertabend. Vielen Dank.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.